Hey da Leute, heute möchte ich euch mein heißgeliebtes Goblin Deck vorstellen. Laber ich nicht viel drum rum, ich stelle euch einfach mal vor, wie welche Karte mit welcher sehr gut kombinierbar ist. Und zum ersten haben wir hier den Trübwasser Goblin. Es ist eine Nullmagiker Karte und lässt sich super mit dem Goblin Laura kombinieren, denn er, wenn er es schafft ins Gesicht anzugreifen, dann können wir eine Null-Magiker-Karte aus unserem Deck auf die Hand nehmen. Und das wäre halt eben der Trübwasser-Goblin, der, wenn er überlebt, weil er auf dem Feld ist, ne, plus 2 Angriff bekommt, wenn wir wieder am Zug sind. Also wirklich, wirklich gut, wenn wir es dann irgendwie hinbekommen, viele von dem hier aufs Feld zu bekommen, weil er sie als relativ ungefährlich ansieht, eventuell. Und dann aus dem Nichts mit... da... dem Trübwasser-Scharmützel um die Ecke kommen, der allen anderen verbündeten Goblins plus 2 gibt. Und dann ist die Null-Magiker-Karte wirklich, wirklich gut. Dann hat er auf einmal 4 Angriff. So, dann haben wir hier noch den Schattenwechsel. Das ist halt eben eine super Kombination, wenn wir hier unseren Goblin-Lauerer haben und einfach mal die Position wechseln wollen, um dann diesen Effekt dann doch natürlich auszulösen. Das ist natürlich bei den anderen Kreaturen dann ebenso der Fall. Dann eine von den zwei Legendaries bei mir im Deck, der Ungolem. Er mischt 3 Bruderschaftsassassinen ins Deck. Diese haben tödlich. Und man zieht eine Karte nach, also die sind ziemlich imbar. Unser Card Draw im Deck. So, der wilde Arschländer. Er fügt, 3 Schaden zu, natürlich bevorzugt dann dementsprechend ins Gesicht, oder wir akzeptieren natürlich auch jede Kreatur. Dann der Diebesgildenrekruten, den habe ich auch nur drin, um ein bisschen Card Draw zu haben, und wenn wir ganz viel Glück haben, den Tatzkat-Rudelanführer durch ihn zu ziehen und den bereits in der 6. Runde spielen zu können. Das wäre natürlich genial, das ist so der Wunschgedanke. Dann Dunmer Nachtklinge. Wenn sie krepiert, dann bekommen wir ein Stahlschwert mit plus 3 und können dann unsere Goblins eben verstärken und noch mehr Schaden im Gesicht machen. So, dann haben wir noch die Trübwasserhexe, hat Wächter und gibt -1/-1. Ganz klar, auch ganz praktisch, um einfach mal kontern zu können. So, dann der flinke Schlag, eine auch äußerst mächtige Karte, wenn sie richtig eingesetzt wird. Und zwar bekommt eine Kreatur einen zusätzlichen Angriff und das ist halt extrem geil, wenn wir hier den Tatzkat-Rudelanführer bereits auf dem Board haben und dann diese Karte noch ausspielen, dann gibt es einfach mal 12 Damage ins Gesicht und das reicht halt schon ziemlich oft. Oder hier haben wir auch den Klippenläufer, ganz klar, dann sind es eben 8 Schaden. Bis der hier halt eben aufs Board kommt oder wir die Kombination der Karten machen können. Bis dahin hat er natürlich schon eine Menge Leben verloren. Dann haben wir den Hausgenossen, eine meiner Lieblingskarten. Wenn er stirbt, dann fügt er dem Gegner 3 Schaden zu und wir bekommen 3 Gesundheit. Die Skumhändlerin, die ist zum Aufräumen da, also wir haben unsere kleinen Kreaturen, die wir ab und zu mal natürlich verheizen können und denen geben wir einfach tödlich und hauen die starken Kreaturen, zum Beispiel Wächterkreaturen, einfach mal weg. Dann haben wir den Trübwasserschlechter, ist mega mega gut, wenn wir diesen Hiesen gleich zu Anfang ziehen, kostet er nämlich nur noch 1 statt 3. Der Effekt verfliegt natürlich, wenn wir ihn in der 3., 4. oder sonst welchen Runde ziehen. So, es gibt uns einfach Momentum, sagen wir es mal so. Und der Trübwasserwilderer. Quasi, wenn du eine andere grüne Kreatur beschwörst, erhält Trübwasserwilderer +1/+1. Der muss natürlich vorher auf dem Feld sein. Und da wir eigentlich hauptsächlich grüne Kreaturen haben, kann man den ziemlich hoch buffen. Der Gegner möchte ihn immer weghaben. Kann man dann auch am Leben erhalten mit... wo ist es denn? Da. Schattenwechsel. Auch ganz, ganz wichtige Kombination. So. Den hatten wir. Dann Varanis Botin. Die Varanis Botin.
Hat Wächter und letzter Atemzug zieht eine Karte. Lässt sich auch super kombinieren mit dem Necrom-Drahtzieher, den haben wir auch da gleich zweimal drin. Löst den letzten Atemzug aus. Ist natürlich mit auch mit dem der Scheinrächerin super kombinierbar, da sie dann einen 3-3er auskotzt, wenn sie stirbt. Ist das natürlich mega genial. Dann haben wir den Sadras-Agenten, der hat Wächter und letzter Atemzug und gibt uns nochmal die Möglichkeit, uns zu verteidigen, wenn wir es müssen. Weil der hinterlässt dann auch so eine 2-1er gramfeste Wache. So, dann haben wir noch den Trübwasserschamanen. Er ist auch nicht einer von den Kreaturen, die lange auf dem Feld bleibt, weil der Gegner sie dann doch immer weghauen möchte. Aber da kann man das Feuer so ein bisschen auf ihn ziehen, das ist immer ganz gut. Jedenfalls ziehen wir zu Beginn unseres Zuges, wenn er noch überlebt hat, einen Fluch. Das ist eine Nullmagiker-Karte, mit denen wir -1/-1 geben können einer Kreatur. Damit kann man auch ein bisschen was handeln, ist super gut. So, dann haben wir Trübwasserscharmützel, eine sehr wichtige Karte in diesem Deck, darf nicht fehlen. Gib allen anderen verbündeten Goblins +2/+2. Damit können wir komplett ausrasten, wenn wir viele Kreaturen auf dem Board haben. Dann der Klippenläufer kann noch ein bisschen Sachen machen mit 4-4, nochmal aus der Hinterhand kommen. Den Necrom-Drahtzieher habe ich euch ja bereits vorgestellt. Wo ist er denn jetzt? Da ist er doch. Und dann wilder Bestienrufer, wenn wir Glück haben, wird eine sehr mächtige Bestie beschwört, wie den hier zum Beispiel, den wir auch gerade vor uns sehen. Wenn der hier erstmal da ist, dann ist es halt mega, mega geil. Dann haben wir zwei starke Kreaturen, relativ starke Kreaturen, für gerade mal 6 Magiker. Wir können natürlich auch die Nullen mal ziehen und irgend so einen Dreck bekommen, aber gut, meistens habe ich eigentlich echt gute Bestien bekommen. Und dann guckt der Gegner blöd aus der Wäsche. So, dann der gute Tuskat, der Rudelanführer. Durchbrechen, Sturmangriff, letzter Atemzug und kotzt dann noch so ein 4-4er aus. Also wahnsinnig gute Karte und reißt am Ende nochmal einfach mal alles rum. Ihr seht, prima Kombination in diesem Deck. Ich freue mich auf den bevorstehenden Kampf. Wir spulen noch gleich mal vor. Wir sehen uns zur Erprobung. Bis gleich. So Leute, da sind wir schon im Match. Den Tuskat brauchen wir gerade nicht. Dunmer Nachtklinge und Ungolim sind perfekte Kandidaten für den Start. Seid gegrüßt. Grüße, mein Guter. Zum Gruße, Bürger. Toughless. So, der Ungolim. Die Mutter der Nacht wird uns leiten. Jetzt ziehen die drei Bruderschaftsassassinen oder Assassininnen. Sind ja weiblich. So, wir wollen stürmen die ganze Sache. Und können auf der anderen Seite auch gleich mal den wilden Arschländer spielen. Oder derselben Seite, der nämlich auch nicht Schaden sucht. Da er sicherlich jetzt eine Kreatur auf der Seite auch beschwören möchte. Was haben wir denn hier? Okay. Für die schwarze Hand. Wir gehen feuchtfröhlich ins Gesicht. Hauen den Trübwasser Wilder raus. Und dann erst den Goblin Lauerer, denn dann wird er auch gleichzeitig gebufft. In der Zeit können wir so ein bisschen Board Control betreiben. Meine Schatten sind der Schatten. So, perfekt. Wir spielen ihn auf jeden Fall, damit wir den angemessenen Schaden machen können. Erstmal mit diesem Hiesen ins Gesicht und dann hoffen wir, dass wir keine Prophezeiung aufploppen. Jawohl, das war eben nicht der Fall. Und jetzt können wir noch von links kommen. Dann haben wir da noch ein bisschen Bedrohung. Okay, ich habe euch ja schon gesagt, in der Einführung, der wird meistens nicht am Leben gelassen. Aber gut, wir ziehen ein paar Karten nach, wenn der Goblin Laura überlebt.
Und der hier kann ihn halt eben jetzt auch nicht so wirklich auslöschen. Genau. Als nächstes baller ich den Goblin-Lauer da auch noch mit raus. Jetzt ziehen wir aber erstmal. Oh, wir haben noch einen Trübwasser-Goblin. So, hau ich erstmal raus hier. Und da können wir ihn doch gleich mal ausspielen. Können wir gleich mal die komplette Bedrohung raushauen. Der wird ja jetzt nichts mehr nachziehen, aber wir haben ja bereits zwei Stück. Also würde er uns den letzten dritten geben. Von daher brauchen wir den auch gar nicht. Meine Schatten sind wie der Schatten. Mich überlisten die nicht. Hiermit bekommt er wenigstens, ja, hiermit bekommt er halt eben Leben. Das ist nicht so toll. Wir verlieren welches, da habe ich überhaupt nichts dagegen. Dann ziehen wir wenigstens eine Karte nach. Und die brauchen wir dringendst. Perfekt. Den können wir direkt ausspielen. So, jetzt hat der hier 4-4 und der andere 4-3. Das ist optimal. Können wir hier noch reingehen. Ballern auch noch da rein. Und spielen ihn hier im Schatten. Ich danke euch. Ihr seht, das geht alles ziemlich schnell. Wir sind in der fünften Magiker-Runde und haben ihn schon auf 6 runtergehauen. Und da kann er gar nicht mal mehr viel machen, weil mit 6 Magiker hat er jetzt noch nicht die krassesten Zerstörungszauber. Vor allem nicht mit diesen Attributen. Er versucht natürlich jetzt das Größtmögliche noch so ein bisschen rauszuziehen und seinen Tod hinauszuzögern. Aber es wird kommen, wie es kommen muss. Der Wald duldet eure Gegenwart nicht. Okay, den will er auf jeden Fall sterben sehen. Wir haben aber immer noch 6 auf dem Board. Ich danke euch. Damit dürfte er eigentlich tot sein. Schauen wir mal. Jawohl. Damit ist er weg. So schnell kann es mit diesem Deck gehen, Leute. Wir machen auf jeden Fall noch ein Match. Steigen erstmal auf. So. So, dann springen wir doch mal ins nächste. Da wären wir auch schon. Der erste Kampf ging ja wirklich flott. Wir haben mit Anbruch der 6. Runde ihn auslöschen können. Gucken wir mal, ob uns das wieder so gelingt. Der bleibt natürlich direkt auf der Hand. Ihr kennt ja seinen Effekt. Dadurch können wir ihn für einen Magiker spielen. Das ist ein unheimlicher Vorteil. Und die Deshan-Rächerin, das ist eine gute Frage. Schnell ist sie jetzt nicht, aber sie ist nervig. Von daher können wir sie auf jeden Fall auf der Hand behalten. Flinker Schlag bringt uns jetzt noch nicht so viel. Zum Gruße, Bürger. Der ist für die späteren Runden eigentlich so ein bisschen wichtiger. Aber die kann man natürlich auch früher spielen, jetzt mit ihr, damit wir einfach mal 6 Schaden machen können. Das lohnt sich nicht. Schwerfälligen Schritte verraten euch. Aber zum Beispiel mit dem Goblin Laura, um 2 Goblins nachziehen zu können, ist das auch schon ganz nett. Bam. Leider können wir diesen Goblin hier nicht beschützen und müssen es quasi akzeptieren. Seid verdammt! Wenn ich falle, holt mich der Hist zu sich. Okay. Wir können den Schattenwechsel machen. Und gehen hier schön gediegen rein. Haben unseren Trübwasser-Goblin. Und können weiterhin eine Bedrohung aufbauen. Die wäre dann jetzt einfach mal links mehr angebracht. Obwohl die Dunmeer-Nachtklinge auch einfach sterben kann. Und damit hätten wir den Gift wenigstens schon mal weg. Es ist okay. Wir spielen diesen Hiesen. Und
Ich würde gerne den Trübwasser-Goblin oder Wilder buffen, indem wir den Goblin dementsprechend noch mit raushauen. Da müssen wir halt eben jetzt noch auf eine Runde warten. Finde ich jetzt aber nicht so schlimm. Akzeptiere ich, wir warten einfach noch eine Runde. Wenn wir ihn in der nächsten Runde stärker machen können, ist das schon mal wirklich toll. Wenn ich falle, holt mich der Hest zu sich. So, den kann ich zwar loswerden, dadurch stirbt aber meine Kreatur jetzt hier auch leider. Das Chaos soll euch holen. Komisch. Er hätte seine Kreatur hier retten können, hat aber nicht getan. Aber wollte er, dass er stirbt. War ihm scheinbar egal. Okay. So, da haben wir unser Stahlschwert, das können wir später eindeutig gebrauchen. Den hier hauen wir weg. Jetzt können wir den Trübwasserwilder spielen und können in der nächsten Runde verstärken, noch eine Karte nachziehen. Und dann haben wir auf jeden Fall um einiges mehr, wenn er auf dem Feld bleibt. Den habe ich jetzt im Schatten gespielt, damit er nicht allzu leicht vernichtet werden kann, falls er irgendeine Ansturmkreatur hat, was ich mir bei den Attributen jetzt nicht vorstellen kann. Aber er wird dann auf jeden Fall stärker sein als der Magierkrieger. Dann wird er sich da an ihm ein bisschen die Zähne ausbeißen. Seid verdammt! Habe ich jetzt überhaupt nichts gegen, wenn er auch ein bisschen was macht. Der muss aber eindeutig weg. Das machen wir jetzt so. Zack. Ziehen noch was etwas nach. Denn hier? Er wird gebufft. Dadurch können wir den hier weghauen, damit er hier reinrennen kann. Und spielen noch einen Trübwasser-Goblin. Weil wir es können. So, jetzt sieht es ein bisschen anders aus als im ersten Match. Wir haben eindeutig mehr Karten auf der Hand, spielen leicht kontrollierter, was jetzt eigentlich nicht unbedingt sein muss. Aber manchmal geht es nicht anders. Wir haben keine Removal-Karten, wir haben natürlich die Scum-Händlerin, die kommt auch gerade perfekt. Wir können ihnen aber auch gerade 10 Schaden machen. Oder sogar 12. Dafür müssten wir aber die Scum-Händlerin raushauen, was ich jetzt nicht so nice finde. Zehn Schaden wäre natürlich toll. Ich verstärke lieber erstmal alle Kreaturen. Damit sind die jetzt alle gemeinsam sehr, sehr stark. Jetzt mache ich ihn unendlich stark. Hau erstmal 11 rein. Dann die 4. Und den letzten lasse ich erstmal sausen. Sonst wäre hier die Rune aufgeploppt und dann hätte er noch eine Karte gezogen. Da habe ich jetzt eher weniger so Bock drauf. Wir konnten aber zum Glück sehr viel Schaden machen. Und haben immer noch Board. Er bekommt hier wieder ein bisschen Leben. Die werden wir aber los. So, wir haben hier unsere gute Scum-Händlerin. Da gebe ich ihm hier Gift. Hau die weg, dann sind die wenigstens noch am Leben und können Schaden verteilen. Den verteilen wir jetzt auch großzügig und hauen noch die
der Schadenrecherin raus. Eine praktische Kombination ist, dadurch, dass sie dann stirbt, wenn sie, ja, vernichtet wird, ne, logisch, dann bleibt sie ja zurück und meistens können wir dann in der nächsten Runde die dementsprechend auch benutzen, können sie mit dem Stahlschwert verstärken und dann noch flinker Schlag hinterherhauen, ist dann extrem, extrem nice. So. Die denken, die hätten uns jetzt an den Eiern. Das haben sie nicht. Wir wechseln die Position. Komm, tanzt mit eurem Tod. Machen hier mal 3 Schaden. Machen hier noch 2. Hier noch 2. Hauen noch den Hausgenossen raus. Und die Nachtklinge. Und schon können wir uns ein Schwert holen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er alle Kreaturen vernichten kann. Wenn wir dann das Schwert haben in der nächsten Runde, kombiniert mit flinker Schlag, kann auch eine schwache Kreatur eben für ihn den Tod bedeuten. Und genau das wollen wir jetzt erreichen. Okay, er kann sich verteidigen. Die Verteidigung können wir aber zum Glück loswerden. Das ist noch nicht mal sehr schwer. So, zack. Jetzt haben wir den Stahlschwert, oder das Stahlschwert. Geben ihm das Stahlschwert. Geben ihm noch flinken Schlag. Und schon können wir zwar damit angreifen. Das habe ich jetzt auch nur zur Demonstration gemacht. Natürlich haben wir hier die Kreaturen links gehabt, damit hätten wir ihn genauso vernichten können. So. Haben wir fast alle gewonnen. Jetzt müssen wir eigentlich nur noch eins machen, ist doch prima. Dann machen wir doch ein drittes lustiges Match. Ich spule wieder nach vorne. Wir sehen uns im dritten Kampf. Bis gleich. Da werden wir auch schon. Die letzten 2 Matches haben wir im wahrsten Sinne gerockt. Gucken wir mal, ob wir das im dritten Match ebenso machen können. Der Trübwasserschlechter, den haben wir auch gleich wieder zu Anfang. Den behalten wir selbstverständlich. Den können wir auch gleich mitbuffen. Seid gegrüßt. Euer Ende naht. So. Der hier ist natürlich ein großes Problem für unser Deck. Zum Gruße, Bürger. Den werden wir selbstverständlich trotzdem spielen. Können wir schon mal 3 Schaden ins Gesicht machen. Und er kann ihn erst in der nächsten Runde vernichten. Und wenn wir Glück haben, trifft uns der Effekt von ihm ins Gesicht. Und wir ziehen eine Karte nach. Okay, jetzt noch nicht, aber irgendwann dann. So. Wir gehen auch hier erstmal rein. Hauen den Trübwasser Wilder raus. Dann wird er in der nächsten Runde gebufft, wenn wir den Hausgenossen oder den Scharmützel raushauen. Ich kann mir vorstellen, dass wir jetzt erstmal den Hausgenossen raushauen. Da haben wir nochmal richtig Glück gehabt. Zurückhalten wollte ich ihn aber nicht. Wenn er gestorben wäre, hätten wir trotzdem irgendeinen schon nachgezogen. So, dann haben wir den Hausgenossen am Start. Gehen hier weiter rein. Den möchte er in der nächsten Runde natürlich töten. Können wir jetzt aber leider nicht vermeiden. Dann haben wir aber trotzdem immer noch den Hausgenossen. In der vierten Runde wäre der Trübwasserschamane mit am Start. Wenn wir Glück haben, ziehen wir einen Fluch. Seht ihr nicht, dass ich zu tun habe? Okay. Hier gehen wir weiter rein. Und wie ihr euch vorstellen könnt, habe ich überhaupt kein Problem damit, wenn er hier weiterhin ins Gesicht geht und wir schön Karten nachziehen. Da haben wir Pech gehabt, dass er diese olle Flasche hat. So, wir ballen weiter ins Gesicht. Bauen hier noch eine Bedrohung auf. Mit dem Trübwasserwilder. Den wir auch wieder verstärken können. Und dem wilden Arschländer. Euer Ende naht.
Der Nachteil wäre natürlich, wenn er das hier ploppt, dass wir den hier treffen und er einen von unseren Kreaturen vernichtet. Aber wenn wir Glück haben, vernichtet er entweder ihn hier oder geht ins Gesicht. So, das ist hier sehr gefährlich, wenn er jetzt verschiedene Aktionen spielt. Fügt er uns auch sehr schnell Schaden zu. Das Risiko werde ich jetzt eingehen und gucken, wer wem schneller Schaden zufügen kann. So, lasst mich mal überlegen. Ich hätte den halt sehr gerne gebufft gehabt. Kann ich aber nicht machen. Da wenn ich ihn jetzt einsetze und zum Beispiel auf diese Karte hier einsetze, dann mache ich es einfach nicht auf diese. Sondern setze es auf diese ein. Dann noch den Trübwassergoblin, der ihn hier stärker macht. Und dann baller ich alles raus. Und warte ab. Jetzt kann er mir ruhig volle Möhre ins Gesicht gehen. Dann ziehe ich mal weitere Karten nach, womit ich auch wieder Sachen machen kann. Und dann kann er das hier auslöschen, der Glückliche. Eventuell geht er hier rein und freut sich, wenn er damit was trifft. Das löst nur meine Runen aus. Und glücklicherweise hat meins dahin getroffen. Okay. Sehr viel Schaden kann er damit jetzt nicht wirklich ausrichten. Alle meine Kreaturen haben überlebt. Und das sieht wirklich sehr, sehr gut für uns aus. Selbstverständlich greifen wir erstmal mit ihm hier an. Und dann ballern wir hier raus. Es ist eine Prophezeiung. Ich bin gespannt, welche. Okay. Irgendwas hat er da auf jeden Fall noch vor. Wir spielen den Hausgenossen. Habe ich Lethal verpasst? Ich glaube, ich war gerade voll in meinem Wahn, Leute. Entschuldigt, wenn ich Lethal verpasst habe und ihr mich jetzt alle wieder des Todes hatet. Gewonnen haben wir trotzdem. Ja, eine lustige Anekdote, passt auf. Eine meiner erfolgreichsten Folgen, was Legends betrifft, ist da, wo ich hart gefailt habe, weil ich irgendwie 2 oder 3 Lethals verpasst habe. Ich habe zwar trotzdem gewonnen, aber die Lethals verpasst. Und irgendwie kam die Folge so gut an, weil ich ja gefailt habe. Ja, dass es eine der beliebtesten Folgen wurde. Also fail ich jetzt ab jetzt nur noch. Nee, hab ich nicht vor. Hab ich nicht vor. So, da haben wir gewonnen. 3-mal nacheinander. Mega, mega gut. Ihr seht, das Deck funktioniert, es ist wirklich gut durchdacht und der Gegner tut sich arg schwer, da etwas gegenzuhalten. Man kann einstecken, man kann aber auch hart austeilen. Und hart austeilen, genau das ist das Wichtige in diesem Deck. Okay Leute, baut's nach. Erfreut euch am Aggro. So, sacken wir erstmal alles ein. So, wenn euch die Folge gefallen hat, ich würde mich mega über ein Abo freuen. Ansonsten Däumchen nach Räumchen und so, ne? Wir sehen uns im nächsten Guide, beziehungsweise in der nächsten Folge. Bis dahin, auf Wiedersehen!